Ja, hier ist Team Vorsicht. Und ich muss Ihnen sagen, wir schließen jetzt wieder alles. Weil das hatten wir erst vor einem Jahr. Hätten wir ja schon vor einem Jahr schließen können, alles. Aber nee, wir machen das jetzt 2021 zu Ostern. Ja, Da weißt schließen du wir jetzt warum? alles. Weil das Warum? neue Virus ja viel aggressiver und gefährlicher Genau. und Und nach Ostern ist das aggressiv. Dann kommt nicht das Afrika-Virus oder Bulgarien-Virus, da kommt das England- und Rumänien-Virus raus. Ja. Da war doch auch ein Virus, was man gar nicht merkt und auch gar nicht getestet werden kann, Genau, weil deswegen es. sollen wir uns ja testen, um zu gucken, ob wir krank sind. Ja, aber Richtig, genau. das kann man gar nicht testen, weil das gar Nö, nicht an. aber das ist ja auch gar nicht. Du merkst es nicht, du siehst es nicht und du kannst es auch nicht testen, also ist egal, dann hast du es. Aber die haben gesagt, das wäre eine Mutation. Ja, eine Mutation, ist klar. Also jetzt weiß ich auch, Und du musst dir mal dass ich nicht vorstellen, arbeiten muss die haben samstags. im Impfzentrum haben die so viele Impfdosen rumstehen. Und impfen damit nicht die Leute, die unter 80 sind. Nee, die sagen sich ja, jetzt warten wir erstmal ab, bis die ganzen 80-Jährigen da sind, haben sie gerade gesagt. Ne? Da bleiben die. Lohnverteilung klappt nicht. Nee, das klappt einfach nicht. Hör mal, wenn ich da 5000 Dinger hätte und ich wüsste genau, da sind 5000 Leute, würde ich die zack rein und fertig. Oder? Ja, normalerweise ja. Ich warte doch nicht darauf, bis der letzte 80-Jährige aus Deutschland in Deutz im Impfzentrum war und sagt dann so, jetzt dürfen die 70-Jährigen kommen, aber sonst nicht. Ist Also, unfassbar, ne? Leute, ey, Auf jeden Fall die weiß ich jetzt, verarschen dass ich uns. Donnerstag und Samstag nicht arbeiten gehe. Wow. Ja, jetzt habe ich Super. morgen, muss ich dann erstmal die Kunden anrufen und fragen. Oder gucken, dass ich die diese Woche dann noch unterkriege. Oder nächste Woche. Naja, Fragen über Fragen und keine Antworten und es ist einfach eine Katastrophe. Da weiß man nicht mehr, was man sagen soll. Nee, also ich weiß überhaupt gar nicht, wo ich dran bin. Ich weiß auch nicht mehr, wo ich dran Man bin. könnte ja nirgendwo, also jetzt in meinem Bereich jetzt Friseur, nirgendwo meine anständige Information her. Vor einer Woche haben wir über das Radio erfahren, dass man in Köln einen Corona-Test braucht, wenn man zum Friseur geht. Da haben wir schon gedacht, da gibt es totales Chaos. Hat wunderbar geklappt. Heute kam wirklich jeder, der angemeldet war, mit einem Corona-Test. Entweder waren sie hier bei diesem Drive-In oder die waren am Corona-Testzentrum hier in Rath. Manche hatten auch Schnelltests dabei, aber sie hatten alle einen bei. Und muss ich sagen, es hat wunderbar geklappt. Hätte ich niemals gedacht. Ich hatte keinen dabei. Deswegen auch meine Haare. Ja, so durfte ich gar nicht rein. Nee, aber jetzt haben die da wieder beschlossen, gemacht und getan. Ja, jetzt will ich ja nicht, wo ich dran bin. Also, ab Donnerstag darf so viel ich weiß gar kein Geschäft aufhaben. Das ist jetzt eine Ruhetag. Normalerweise habe ich Also ein den. Feiertag, sagen wir mal, ein Ja, Feiertag. genau. Wie ich Okay. montags Ruhetag habe, habe ich jetzt Donnerstag Gründonnerstag, Ruhetag. Ruhetag. Okay. So, das habe ich verstanden. Am Samstag. Weiß ich immer noch nicht. Also Ostersamstag, sagen wir Ja, jetzt so, ne? gilt das nur für Supermärkte oder gilt das auch für uns? Keine Ahnung. Das weiß ich immer noch nicht. Also das ist so ein Durcheinander. Ich glaube, das ist auch noch nicht so. Ich habe das heute gehört, das wäre für die Friseure oder jetzt auch Kosmetiker noch nicht auf Papier gebracht. Also die hätten das noch nicht richtig Festgelegt? festgelegt, ja. Was da jetzt passiert. Ja, ich weiß es auch nicht. Ich habe also jetzt eben mit dem Papa gesprochen, er hat Also. gesagt, da ist zu am Donnerstag. Ja, dann ist Und es am so. Samstag ist Einkaufen auf. Alles andere wäre zu. Jetzt muss ich die ganzen Kunden von Donnerstag irgendwie auf die Woche verteilen. Ja. Nächste Woche. Aber gemeldet hat sich keiner von Also es euch. hat sich kein Kunde bei mir gemeldet, der am Donnerstag einen Termin hat. Und hat gefragt, wie sieht das aus? Bist du am Donnerstag da oder habt ihr auf oder habt ihr nicht auf? Also irgendwie, ich bin halt bekloppt. Das ist alles kurios. Ja, ich verstehe auch die Welt nicht mehr. Echt nicht. Guck mal, du darfst Ostern, darfst du mit zwei Familien und fünf Personen Feiern. in einem Haushalt sein. Ja. Feiern. Du darfst aber nicht zu zweit im Campingwagen nach der Ostsee fahren und Urlaub machen. Nee. Du darfst aber, pass auf, jetzt kommt nicht, du darfst aber nach Mallorca fliegen. Aber darfst du denn auch, wenn du von Düsseldorf fliegen würdest, von Fettweiß nach Düsseldorf fahren, um nach Mallorca zu fliegen. Dürftest du das denn? Habe ich keine Ahnung. Weil in Urlaub fliegen darf, in Urlaub fahren darfst du ja nicht. Aber
Es gibt ja Leute, die brauchten so lange von Feldweiß bis nach Düsseldorf. Für die ist das Urlaub. Nein, aber mach ehrlich jetzt. Darfst du denn von Feldweiß nach Düsseldorf fahren und dann nach Mallorca fliegen? Und was ist der Sinn der Sache? Warum darf man nach Mallorca? Ich habe wirklich nichts dagegen. Die können alle von mir aus in den Urlaub fliegen. Ja, aber ich meine, schön, aber Mallorca ist schön, aber da ist ja auch nicht schön. Aber Schwachsinn. Du läufst da mit Maske rum, da ist es kalt. Gut, du hörst das Meeresrauschen, ist wunderschön da. Ja, das kann ich auch. Hier brauchst du nur Alexa sagen. Ja. Aber es ist ja wirklich... Um 17 Uhr. Die haben jetzt schon geschrieben, im Innenbereich der Restaurants müssen sie wieder zumachen. Ja, das ist zugemacht. Ich denke mal, die machen das extra, damit sie den Leuten das nicht mehr so schmackhaft machen. Dann die voll reiflich sagen, boah, ey, das hat ja keinen Sinn, dass wir da hinfliegen, komm, wir bleiben zu Hause. Naja, aber sie verbieten uns eh alles, dann können sie es auch direkt verbieten. Da brauchen sie nicht so einen Umweg zu machen. Da können, so wie sie jetzt sagen, so erste Gründonnerstag ist alles zu, können sie sagen, gibt ja keinen Urlaub. Guck mal, was bringt das denn? Donnerstag ist alles zu, Freitag ist alles zu, Samstag ist wieder auf. Und Sonntag, Montag ist wieder alles Sonntag, zu. Sonntag, genau. Montag ist wieder. Ja, und dann können sie dann sagen, am Montag haben sie wieder Besprechung und dann machen wir dann zu bis zum 18. Ja, und dann, was ist dann? Dann sagen sie denn am Montag, boah, ey, das Ostern, das hat die Zahlen wieder in die Höhe getrieben. Wir müssen jetzt wieder einen neuen Lockdown machen oder noch einen härteren. Oder was bringt das? Oder bringt das die Zahlen wieder zurück? Ich kapiere das irgendwie nicht. Was machen denn 4 Tage aus? Ich glaube, die wissen selber nicht mehr, was sie machen. Oder vielmehr, das sind ja dann nur ein Tag. Der Donnerstag. Donnerstag, Freitag. Samstag wieder offen. Sonntag, Montag. Ja. Ich bin Sonntag, Montag immer zu Hause. Naja, du jetzt bist Friseur. Aber ob das jetzt wesentlich was bringt, das kann ja, muss ich denn am Donnerstag arbeiten? Nee, am Donnerstag wo nicht. Wo arbeitest du denn? Zu Hause, Homeoffice. Ja. Ja, ist in Holland den Feiertag. Ja klar, Ostern ist ja überall. Aber wir haben ja Ostern noch gar keinen, Ostern ist doch kein Feiertag. Wir haben ja auch Karfreitag. Boah, ich blick da auch langsam nicht mehr durch, ey. Ich glaube, die blicken selber dann nicht mehr durch. Und ich finde es einfach ungerecht, dass die mit uns machen können, was sie wollen. Ich glaube, die wissen selber nicht, was sie machen. Sollen. Guck mal, die sagen jetzt einfach die so, die Geschäfte, die waren gestern mal für 2 Stündchen auf. Dann waren sie wieder mit Termin. Jetzt machen sie wieder ganz zu. Das ist doch ungerecht. Da muss man sich doch mal... Ich darf sie nicht aussprechen. Ich glaube, die wissen selber ja nicht mehr, was sie machen. Die reden sich doch im Kopf und Kragen für so eine Mist. Guck mal, wir haben schon das letzte Jahr haben wir doch schon so verbracht. Guck mal, da brauchen die nachts bis 3:30. 15 Stunden haben die diskutiert. Haben die aber das haben im Fernsehen bestimmt 10-mal erwähnt, dass die armen Menschen bis 15 Stunden lang gearbeitet haben. Und dann, aber dasselbe Problem hatten wir doch letztes Jahr Ostern genauso. Da haben sie dann auch gesagt, hier, wir machen Lockdown light, wir machen einen Lockdown, Lockdown light, Lockdown, 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 Lockdown. Aber guck mal, wie kann man so viel Zeit brauchen für da so eine Scheiße zu verabschieden? Also das heißt, 2 Tage nicht arbeiten, alles zu und... Am Samstag gehen wir wieder alle einkaufen. Am Samstag dann gehen wir wieder in Realer kaufen uns Fernseher, Waschmaschine. Nee, das darfst du ja eben nicht. Du darfst nur Lebensmittel, die decken dann alles ab. Du darfst mal beim kein... Realmarkt war noch nie irgendwas abgedeckt. Nein, die Supermärkte dürfen nicht nur Lebensmittel verkaufen. Ja, durften sie beim letzten Lockdown noch nicht. Das habe ich heute mitbekommen. Und, was haben sie gemacht? Fernseher verkauft. Ja, es war nur Lebensmittel, weil die Grundversorgung soll ja... eingehalten werden. Ja, aber auch wenn du Lebensmittel verkaufst, sind trotzdem 5000 Leute in dem Riesenladen drin. Interessiert kein Mensch. Ja, eben, weil es ist ein Unterschied, ob ich eine Karte kaufe oder ein Paket Toast. Und wenn ich nach Köln fahren würde mit meinem mit dem Bus, dann stehe ich da auch mit 20 Mann drin. Oder fahren auch keine Busse. Doch. Stimmt. Ja, das ist also. Dann treffen wir uns alle in der KVB im Zug, hier in der Straßenbahn. Nimm mal was Musik mit, wenn wir schön fahren wir mit der Bimmelbahn von Ossendorf bis zum Neumarkt, immer hin und zurück. Das ist unfassbar. Und ich habe heute gesagt bekommen, dass mit dem Corona-Test hier beim Friseur, das wäre nur in Köln. Also ich weiß es nicht.
dann können die ja die Leute, die jetzt wirklich keine Lust haben, auf einen Corona-Test in Köln beim Friseur, die könnten ja dann noch auf die Stadt fahren oder was weiß ich wohin. Nach Bonn. Nach Bonn. Ja, könnten sie schon, aber da kriegst du ja auch keinen Termin. Davon abgesehen. Egal, ob mit oder Corona, ohne Corona-Test. Boah, ist halt alles schwierig, du. Also ich habe heute noch gar nichts gehört. Ich muss mich da jetzt nachher erstmal informieren und ruf mal die Kollegin an. Ist das lächerlich, was da so abgeht. Genau denselben Mist hatten wir doch schon vor einem Jahr. Vor einem Jahr. Und es wird immer noch nicht besser. Und die haben immer noch nichts unter Kontrolle. Die haben das immer noch nicht im Griff. Und das wird doch noch Ewigkeiten sein. Amerika, die haben einen niedrigen Inzidenzwert wie in Deutschland. Überleg mal. Die haben einen Impfstoff, einen Präsidenten und der eine Mann sagt, du gehst jetzt impfen. In Deutschland, wir haben 15 verschiedene Impfstoffe. Wir haben 15 Leute, die uns irgendwas sagen wollen und wir brauchen 15 Jahre dafür. Die hat eben eine Kundin gesagt, ihr Sohn, der lebt in Amerika, in Kalifornien und der wird überall geimpft, in Pubs, überall. Nee, alle, das hat ja was mit Geld zu tun, Elke. Da haben wir keine Ahnung von. Da sind wir zu blöd für wahrscheinlich. Wir haben früher eine Impfung gekriegt beim Onkel Doktor oder in der Schule. Mhm. Jetzt müssen wir von der Schule. Ja, Schluckimpfung. Ja, nee, hier mit dem kleinen runden Kreis, weißt du noch so. Auf jeden Fall hat dann immer der Arzt gemacht. So, jetzt müssen wir auf einmal Impfzentren bauen. Obwohl wir ja Ärzte haben, das ist ja nicht so, als wenn Deutschland keinen Arzt hat, der impfen könnte. Die machen ja auch Grippeimpfungen. Wollte ich gerade sagen, die Grippeimpfungen, die werden. Nee, die machen wir demnächst, da bauen wir noch irgendwelche Hochhäuser und World Trade Center und was auch immer, damit wir dann die Grippeimpfung. Aber kriegen. Guck mal, die Grippeimpfung, die lassen sich bei uns auch da all machen, die älteren Leute und was weiß ich nicht, wer noch all. Ich meine, ich habe die noch nie gekriegt, weil du einmal davon so krank geworden bist. Weißt du noch? Weißt du noch? Ja. Da hat über 40 Fieber. Konnten wir uns anschließen, neue Matratze kaufen. Ich einmal Grippeimpfung gemacht, die erste Spritze gekriegt, weil ich 3 Tage todkrank. Ja. Nee, und dann noch hat die hat freitags gemacht. Weißt du noch? Boah, da geht mir schon. Da habe ich echt gedacht, du nippelst ab. Ja. Da habe ich gesagt, nie wieder. Also du. Und das war eine richtig starke Männergrippe. Ja. Da hat es aber noch mehr, da hat es nicht nur die Grippeimpfung, die hat dir 3 Stück auf einmal gegeben. Tetanus und Uranus. Nee, das war auch noch, was war das? Diphtheritis? Ach, keine oder Ahnung, so das weiß ich nicht, das ist mir real. Ich also, mach das auf jeden Fall nicht mehr. Ja, und was machst du jetzt, wenn du das andere kriegst? Elke, ganz ehrlich, bevor wir beide dran sind, ne, wir sind jetzt um die 50, ne? Komm, uns das aussuchen. Gibt es wahrscheinlich 25 neue Impfstoffe, weil die kommen ja nicht aus der Füße. Ich habe guck mal, die sind ja. Mein Papa wird nächste Woche Dienstag geimpft. Ah. Der ist 80, der wird 81. Was meinst du eigentlich, wie lange das dauert, bis die 70-Jährigen alle geimpft sind? Ja, und die 60-Jährigen und dann die bis 55, dann haben wir 2035, da bin ich Rentner, echt? Dann ist mir da die Jahre mit zu mich impfen. Dann kannst du mich auch mit dem Sputnik, das gleiche Wort, wahrscheinlich noch der Beste von allen, dieser Sputnik-Frau. Die sind mit der 80-Jährigen noch nicht durch, ey. Das ist ja unfassbar. Ja. Stimmt, ja. Der hat ja erst nächste Woche den Termin. Mein Papa hat am 30. um 16 Uhr den Termin, mit dem fahre ich dahin. Und dann am 20.04. irgendwann. Da können wir noch was warten. Das sind die 80-Jährigen, ne? Die immer noch nicht fertig sind. Und sagen dann ganz frech, ja, jeder Arzt dürfte dann 20 Dinger in der Woche oder im Monat verballern, weil sie 500.000 Stück nur haben. Ja, die kriegen das, was in den Impfzentren angeblich überbleibt, die Reste kriegen die Hausärzte. Ja, also. Also bitte, Reste will ich auch nicht, ich bin ja kein Restverwerter. Ach, das ist mir egal, aber trotzdem, ich meine, ich spreche wirklich nicht gerne über Politik, aber manche Sachen, da denkt man auch immer. Ja, genau, wie jetzt mit den Masken da, jetzt gestern wieder, was mit dem Spahn, seinem Spannmann, ja, mit dem Ehemann. Ja. Na, guck mal, der arbeitet zufälligerweise in einer Maskenfirma. Nein, bei Border. Ja, aber die haben Masken verkauft. Ja, oder bestellt oder was weiß ich. Und. Ja, aber komisch, dass der Mann, von dem zufälligerweise was damit zu tun hat. Nee, der arbeitet ausgerechnet da. Tja, das ist doch nicht mehr normal.
irgendwie muss man ja seine Spanvilla kriegen. Ja. Also, das schneidest du so raus. Wieso? Das sagt man nicht, dafür kann man sich der Laube so machen. Was Spanvilla? Ja, darüber zu reden. Scheiße. Ja, finde ich nicht. Naja, nichtsdestotrotz ist es auf jeden Fall alles scheiße. Dann kommt wahrscheinlich auch wieder nur Scheiße im Fernsehen. Ja, wie jedes Jahr. Wie Ostern. Jedes Jahr. Ne, die Mädchen vom Immenhof, die kommen ja im Sommer irgendwann. Ja, könnte Jesus. Ah ne, jetzt siehst du, die könnte wahrscheinlich wieder im Fernsehen. Nein, Frank, das ist doch Weihnachten. Jetzt kommt hier... Auf die Gesundheit. Muss ja mal Jägermeister saufen. Nein. Oder gnädige Frau. Jägermeister. Jetzt kommt doch wieder mit dem Christus, Karfreitag, wenn der Ach, Kofades oder sowas alles. Ja. Und die 13 Gebote. Da habe ich ja doch drauf. Mal gucken, wie der Wetter ist. Da könnte man sich wenigstens was raussetzen. In die Yachten. Aber da sitzt du da in die Yachten. Oder mit irgendwas Fahrrad fahren. Hoffentlich will ich nicht. Naja. Das ist scheiße. Und in Kassel haben sie es richtig gemacht. Die haben sich wenigstens mal gewehrt am Wochenende. Ich habe zwar nicht so genau mitverfolgen können, worum es da ging. Auf jeden Fall ging es jetzt auf jeden Fall um die Corona-Scheiße, sag ich Maßnahmen. Mal. So, ob das jetzt friedlich abgelaufen ist oder nicht. Ich weiß nur, dass sie sich eine Demo gemacht haben. Das habe ich mitgekriegt. Vielleicht sollte man sich echt mal aufraffen. Ja, ich habe gelesen, auch hier, ich habe jemanden bei Facebook da, der lebt auf Mabea oder wie das heißt, Spanien, ne? Und da sitzen die alle ohne Masken, laufen die ohne Masken rum. Und dann hat der geschrieben, da wären zwei Polizeiautos um die Ecke gekommen. Wenn die Polizisten ausgestiegen, hätten sich ihre Masken ausgezogen, hätten sich dazugesetzt. Jetzt weiß ich natürlich auch nicht, ob das stimmt. Aber die Leute, die wehren sich irgendwo, weil sie einfach nicht mehr möchten. Ja, aber noch zu wenig, ne? Noch zu wenig. Da sind die Franzosen ein bisschen anders drin. Die meisten, die haben ja auch Angst. Ach so, wir haben muss und nicht. Ostern, die Ostertage. Von Gründonnerstag bis Ostermontag. Arbeitet keiner? Keiner. Außer die Polizei, Feuerwehr, so Notdienste, die müssen ja. Und der Einzige, die Lebensmittelgeschäfte machen samstags mittags auf, dass die Leute dort einkaufen können zwischen den Tagen. Das sind die Einzigen, die aufmachen, ne? Ja, ist zu, alles zu. Nur die Linie. Ja, entweder sprichst du oder ich schon. Nee, das geht ja nicht. Zweimal können wir zweimal singen, aber nicht sprechen. Das ist Donnerstag, machen nur die Lebensmittelgeschäfte auf. Nee, Donnerstag ist auch Lebensmittel. Samstag, nur Samstag. Donnerstag ist alles zu. Also muss keiner arbeiten? Nein, ist alles zu. Das ist der Tag, da ruht alles. Es ist ein Tag vorgezogen für Ostern, da ist nichts mehr. Ja. Die ganzen Tage arbeitet keiner, nur den Samstag machen die Lebensmittelgeschäfte auf, damit die Leute es kaufen können. Und dann ist wieder alles dicht, sagen am Montag. Ja, die Sonne, die wollen jetzt mal, das ist die Ruhe, dass die Leute sich und treffen soll sich nur ein paar Mal in der Wohnung, zwei Familien, vielleicht ein oder zwei dazu, mehr nicht. Bis fünf, aber man soll ein bisschen vorsichtig damit sein. Die wollen da drunter kriegen, das kann ich verstehen, ne? Ja, ich kann das auch arbeiten tut nur der Sicherheitsdienst, Polizei und so. Ich weiß nicht, ob die Straßenbahn fahren, das weiß ich nicht. Jaststätten, alles, wir sollten ja auch die Jaststätten Ostern aufmachen, ne? Ja. Ist ja alles abgesagt. Geht nicht. Nichts, so, weil dazu, wir sind ja über 110. Das ist zu hoch, das geht nicht. Geht nicht immer höher, wenn wir wissen wir ja nichts mehr, dann müssen wir alles dicht machen. Ja. Wir sollen froh sein, dass man nicht sagen, wie sie die Ausgangssperre hat und das. Das hat man nicht. Ne? Mhm. Ja, aber manche doch, die gehen schon. Die sind in der Kneipe oder dann spazieren und ist. Ja, mit dem Hund darfst du ja. Ja, gut. Aber das dann, die Ausgangssperre ist ja nicht dahin bei uns. Das haben sie noch nicht gesagt. Aber das ist ja schon genug, alle Geschäfte zu, ne? Und sollten ja auch so ein paar Geschäfte aufmachen und so, ne? Ist alles abgeblasen, wenn wir so hoch sind. Wir waren 110 jetzt, in Düsseldorf haben sie 62, sind viel tiefer. In Düren haben sie über 200. In Düren ist es am höchsten, ja. Ja, das weiß man ja nicht, woher das kommt. Das ist jetzt